Das Jahr 2024 startet mit dem dritten Lauf der digitalen Nürburgring Langstreckenserie. Erneut ist es Max Verstappen, der dreifache Formel 1 Weltmeister, der die Pole Position innehat. Neben ihm ein weiteres italienisches Fahrzeug, der Lamborghini von Sami Mattitrogen, der aber leider den Start total verpasst, weit zurückfällt und bereits in der ersten Kurve durch mehrere kleine Kollisionen so weit zurückfällt, dass er nachher am Ende keine Chance mehr hat, auf den Sieg, auf einen Podiumsplatz mit eingreifen zu können. Viele Berührungen in der ersten Gruppe, in der zweiten Gruppe, die Porsche Cup-Klasse, da ging es auch ganz eng zusammen, ganz harte Fights, aber hier keine Berührungen, keine Dreher, oben ganz leichte Quersteher, aber ansonsten alles fair. Die Klasse SP10, geprägt vom Markenvielfalt, Aston Martin, AMG und BMW, die allesamt auf Augenhöhe gegeneinander kämpften, die tolle Fights hatten, über die gesamten 3,5 Stunden ging es da heiß hin. Typische Markencup. Duelle im Bereich der SP3T mit dem Hyundai Veloster. Auch da über die gesamten 3,5 Stunden immer wieder diese Bilder, wo mehrere Autos absolut auf Augenhöhe gegeneinander kämpfen. Last but not least die Klasse der VT2 mit dem Toyota GR86. Auch da ging es eng zu, auch da war es spannend und immer wieder tolle Duelle. Das ist das typische Bild. Kämpfe innerhalb der Klasse, aber auch durch die Überholungsmanöver immer wieder eng, immer wieder spannend und höchste Konzentration gefordert bei allen Fahrern. Hier tolle Duelle von unter anderem Max Verstappen, der im Bereich der Sabine Schmitz-Kurve überholt, eine Stelle, wo eher selten überholt wird, nachdem er nämlich einen langen Boxenstopp anhalten musste aufgrund der 30 Sekunden Boxenstandzeitstrafe vom ersten Rennen. Hier immer wieder die Überholmanöver. Im zweiten Stint Max Verstappen von Platz 10 bis auf Platz 2 nach vorne gefahren, weil er einen nach dem anderen überholen konnte. In teils sehr spektakulären und tollen Manövern. Immer wieder die Kämpfe auch dahinter zwischen zum Beispiel hier den Porsche Cup-Fahrzeugen in der Cup 2, das Dörr-Auto gegen das Scherer-Auto. Immer wieder ging es da im Zentimeterabstand über die Nürburgring-Nordschleife, aber alles fair. Hier das nächste tolle Überholmanöver von Verstappen im Bereich Arenberg-Kurve. Eher eine seltene Stelle, wo man überholt. Wenig später eine ähnliche Aktion, also im Bereich Mutkurve, vorbeigehend an Lucky Treffs im AMG. Auch da wieder ein Platz gut gemacht für Max Verstappen. Konnte diese 30 Sekunden Malus vom letzten Mal aufholen, bis auf 10 Sekunden ranfahren. Dahinter toller Zweikampf hier zwischen Sindre Setzers und Elias Seppelin, die beide im AMG hart gegeneinander kämpften. Immer wieder ja, sich auch leicht berührten, aber alles fair, alles wirklich sauber abging. Über die gesamte Grand Prix-Strecke fuhren sie teilweise nebeneinander, aber es gab wenig Berührungen. Dahinter dann ein tolles Duell, toller Dreikampf zwischen Porsche, AMG und Lamborghini, die sich über mehrere Runden sogar immer wieder auf Augenhöhe begegneten. Immer wieder gab es Überholmanöver, Ansätze zum Überholen und immer wieder wurde hart, aber, und das ist das Schöne, sehr, sehr fair miteinander gefeiert. Ebenso in der SP10, die Klasse der GT4-Fahrzeuge. Bis zur letzten Runde blieb es spannend. Nachher war es Lukas Müller und Benedikt Tietz im Aston Martin von Dörr Motorsport, die sich durchsetzen konnten. Und hier die entscheidende Szene im Kampf und im Gesamtsieg. Maximilian Wenig konnte den Abstand zu Lukas Herrmann immer mehr verringern und dann in der Mutkurve das Überholmanöver und damit Sieg für das Team Redline. Max Verstappen und Maximilian Wenig gewinnen im Ferrari vor dem BS Competition AMG von Lukas Herrmann und Nobby Kisch vor dem AMG Team MSI. Platz 3 für diese Mannschaft. Das nächste Rennen am 17. Februar. Ein 3-Stunden-Rennen.